Heute werden wir etwas über Terminologien und Dokumentation lernen und dafür haben wir einen Experten eingeladen. Hallo Thomas, vielleicht kannst du uns ganz kurz erklären, warum sind Terminologien und Dokumentation so wichtig? Normalerweise hört sich das ja eher ein bisschen anstrengend an als Thema. Ja, es ist tatsächlich ein sehr ungeliebtes, aber trotzdem essentielles Thema, das uns in der Medizin tagtäglich begleitet. Das liegt daran, dass wir in der Medizin ja interprofessionell zusammenarbeiten. Das heißt, wir haben verschiedene Fachgebiete, die miteinander kooperieren. Wir haben verschiedene Berufsgruppen, die miteinander zusammenarbeiten müssen, teilweise auch über Sektorgrenzen hinweg. Und dafür ist es einfach notwendig, dass wir die Dinge, die wir im Rahmen unserer Diagnostik und Therapie eben erfassen, tatsächlich auch so dokumentieren, dass sie jeweils für die ganzen anderen Beteiligten im weiteren Verlauf auch langfristig eben nachvollziehbar sind und man eben jederzeit eigentlich so diese Gesamtheit dessen, was ich über die Patientin, den Patienten eben schon weiß, zur Verfügung habe, um eben Doppeluntersuchungen zu vermeiden und eben die richtigen nächsten Schritte dann jeweils einleiten zu können. Schauen wir doch mal in die Klinik. Welche Stationen gibt es denn da? Genau, also wir haben hier mal beispielhaft einen Behandlungsprozess zusammengestellt, wie er jetzt eben in einer Klinik oder auch in einer Praxis tatsächlich ablaufen könnte. Das beginnt ja immer damit, dass ich bestimmte Untersuchungen und Beobachtungen an den Patientinnen und Patienten durchführe. Das, was wir jetzt hier mit Observations mal zusammengefasst haben. Dann kommen wir hoffentlich frühzeitig eben zu einer Verdachts- und später einer gesicherten Diagnose. Auf Basis dieser Diagnose können wir dann eben auch Therapieentscheidungen fällen und auch dokumentieren. Und was dann noch zusätzlich hier im akademischen Bereich dazu kommt und für uns natürlich eine ganz essentielle Rolle auch darstellt. Wir wollen natürlich auch Forschung machen und da ist diese Vielzahl an Daten, die dann in den vorherigen Schritten eben erfasst worden sind, natürlich ein riesen Schatz vorliegen der rechtlichen Rahmenbedingungen unbedingt auch zurückgreifen können müssen. Wie sieht es denn heutzutage in der Versorgung aus? Hast du da vielleicht ein Beispiel mitgebracht? Genau, also es ist tatsächlich natürlich so, dass Dokumentation in der Versorgungsrealität eben doch sehr häufig noch bedeutet, dass wir dort Papierdokumentation haben, die eben handschriftlich durchgeführt worden ist. Wie wir es jetzt praktisch an diesem Beispiel eines Anamnesebogens Probleme auch erkennbar sind, eben die Verwendung von unklaren Abkürzungen, die Verwendung von Begriffen, die eben auch nicht wirklich eindeutig sind, was damit eigentlich gemeint ist. So ganz, ganz viel, was sich aus dem Kontext, wenn man die Patientin, den Patienten kennt, natürlich irgendwie eindeutig dann auch ergeben würde. Aber was außerhalb des Kontextes ohne diese Hintergrundinformationen dann eigentlich eben unklar bleibt und vielleicht letztendlich auch zu Behandlungsfehlern, Fehlentscheidungen oder auch halt rechtlichen Problemen am Ende eben führen kann. Und dadurch, dass die Dinge hier halt eben freitextlich und handschriftlich aufgeschrieben sind, haben wir natürlich auch keinerlei Möglichkeit, in irgendeiner Form zu unterstützen von der elektronischen Seite aus. Und deswegen gibt es natürlich die Notwendigkeit, Dinge eben strukturiert in den Computer rein zu dokumentieren mit entsprechenden Terminologien, weil wir dann eben tatsächlich die Möglichkeit haben, aus diesen ganzen Einzelinformationen eben im Computer tatsächlich auch Schlussfolgerungen zu treffen, Plausibilitäten zu prüfen und eben an ganz vielen Stellen dann tatsächlich auch Arbeit abzunehmen, zu unterstützen, Dinge auch halbautomatisch oder sogar automatisiert eben dann auch auslösen zu können. Das hört sich ja sehr sinnvoll an. Dadurch unterstützt man die Kommunikation, man macht sie auch eindeutig. Könntest du uns vielleicht ein paar dieser Terminologien vorstellen? Genau, fangen wir doch mal im diagnostischen Bereich an. Eine Terminologie, die sicher auch den allermeisten schon bekannt ist, ist der ICD-Katalog, International Classification of Diseases, wo wir eben die Möglichkeit haben, Erkrankungen zu klassifizieren und dann auch mit verschiedenen Genauigkeiten eben auch zu dokumentieren. Das ist eine Klassifikation, die in Deutschland flächendeckend im ambulanten und stationären Bereich eingesetzt wird, aber auch international. Da werden wir dann auch noch ein eigenes Video dazu im Detail auch noch haben in diesem Blog. Und als abgewandelte Version davon gibt es dann noch den ICDO. Das ist der onkologische ICD-Katalog, der eben nochmal eine detaillierte Betrachtung der Topographie und Morphologie von Tumoren ermöglicht. Aber wir haben ja hier noch einen Teil vorne dran, also die Observations, das sind ja die Messungen,
vielleicht Labore, was kommt denn da zum Einsatz? Genau, auch dafür gibt es international eigentlich schon sehr lange eine weltweit auch weit verbreitete Terminologie, die in Deutschland in der Nutzung allerdings noch relativ am Anfang steht. Das ist der LOINC, also die Logical Observation, Identifiers, Names and Codes. Strukturierter Katalog, der es uns erlaubt, eben Beobachtungen am Patienten, und das können jetzt eben Laborwerte sein oder auch andere physiologische Messungen, aber auch Befragungen, die wir durchführen, eben sehr exakt auf verschiedenen Achsen zu charakterisieren, dadurch eben auch eine Austauschbarkeit und Vergleichbarkeit von so annotierten Daten eben auch zu erreichen. Jetzt haben wir die Observations, dann haben wir die Diagnosen und jetzt kommen wir zur Therapie. Wie kann ich die Therapie festhalten? Genau, also auch dafür gibt es Kataloge, und zwar in Deutschland sehr verbreitet. Vor allen Dingen im stationären Bereich ist der OPS, der Operationen-Prozedurenschlüssel, ein sehr umfangreicher Katalog, wo wir eben eigentlich sämtliche abrechenbaren Maßnahmen, die wir an den Patienten durchführen, so nicht nur therapeutische, sondern auch diagnostische Maßnahmen, eben sehr differenziert mit dokumentieren können. Und als weiterer Katalog, der in Deutschland auch oder auch international eingesetzt wird, ist die anatomisch-therapeutisch-chemische Klassifikation von Medikamenten, mit der wir eben Medikamente beispielsweise auch in bestimmte Gruppen zusammenfassen können, eben beispielsweise alle Antibiotika oder auch alle antineoplastischen Medikamente. Jetzt haben wir alle drei Teile abgedeckt. Gibt es denn andere Terminologien, von denen wir wissen müssen? Genau, also es gibt tatsächlich neben diesen Teilbereichsterminologien, die eben doch relativ spezifisch sind, in ihrem Nutzungsbereich eben noch eine übergeordnete Terminologie, die eben für sich tatsächlich beansprucht, die gesamte Medizin abzudecken. Das ist der SNOMED-Katalog, eben das steht für die Systematic Nomenclature of Medicine, die in Deutschland tatsächlich jetzt auch nach langer Zeit, die sie in anderen Ländern schon genutzt worden ist, eben kurz vor der Einführung steht und die eben für sämtliche Themenbereiche, auch das, was in diesen anderen Terminologien nicht abgedeckt ist, beispielsweise eben Symptome oder auch nicht abrechenbare Maßnahmen oder vielleicht auch Keime, die ich im Patienten bestimmen kann, entsprechende Konzepte eben bietet. Und im Forschungsbereich haben wir noch eine weitere Terminologie, die vor allen Dingen dort eine Rolle spielt. Das ist der MESH, die sogenannten Medical Subject Headings. Und die erlauben es uns eben, wissenschaftliche Publikationen oder auch wissenschaftliche Datensätze eben zu verschlagworten und dadurch eben auch dann aufzufinden, beispielsweise bei der Literaturrecherche für die Promotionsarbeit, wenn die gesuchten Begriffe eben vielleicht mit Synonymen, verwendet werden oder vielleicht in der Form im Artikel selbst eben gar nicht auftauchen. Okay, Thomas, vielen Dank für diese schöne Übersicht. Wie geht es jetzt weiter? Ja, also wir werden in diesem Blog jetzt zu den wesentlichen Terminologien, die wir jetzt hier auf der Folie auch sehen, Detailvideos anbieten, auf denen eben dann die Struktur, die Zusammensetzung und auch die Methoden, wie man in diesen Terminologien halt recherchieren kann, eben vorgestellt werden. Dazu haben wir auch einen klinisches Fallbeispiel zusammengestellt, wo eben verschiedene Attribute eben zu finden sind, und die werden wir in den Videos eben zeigen, wie man die entsprechend dort wiederfinden kann und mit den verschiedenen Terminologien dann eben auch sauber kodieren kann. Außerdem gibt es dann noch einen Themenblock, wo wir die theoretischen Hintergründe kurz vorstellen, eben was es mit diesen verschiedenen Arten von Terminologien auf sich hat, wie die sich unterscheiden. Und wir haben dann außerdem noch eine praktische Aufgabe auch zusammengestellt, wo es darum geht, mit den verschiedenen Terminologien eben ein weiteres Fallbeispiel dann eben auch zu recherchieren und auch zu dokumentieren. Okay, vielen Dank.